Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das Jüppchen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den anderen Kram bekommen. Huch. Verdammter Fehlalarm. Ein ganz mieser Scherz war das. Mit dem Kornsilo-Feueralarm treibt man keine Späße. Hey, meine Jacke. Jemand hat meine Jacke geklaut. So. So, wir gucken mal, ob wir was zum Tauschen haben. Die Dame mit der Seife. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Lelas Wagen. Wo war denn die Gutste? Da hinten war sie, glaube ich, ne? Wir müssen mal schauen. Scheinbar geht alles immer von unserem Hauptcharakter ab. Ob wir. Nee, das ist Jean. Was ist denn die mit der Seife? Die ist hier oben drinnen, ne? Ja, die ist in dem anderen Ding drin, verdammt. Ah, okay, zurück. Wir müssen in die Richtung. Und was brauchen wir noch? Was brauchen wir denn noch? Erstmal da drüben hin. Oh, da können wir schon mal hinklicken. Wir brauchen die Seife. Oh, da fährt ein Auto. Ich gehe kaputt. Da liegt ein Teddybär. Ich gehe kaputt. Warte mal. Ich will mit Auto fahren. Ach, das sind die beiden. Wir versuchen mal, ob wir die kriegen hier. Wir sind schneller als das Auto. Ich weiß nicht, ob ich das Auto will, wenn es so langsam ist. Es bleibt ja auch nicht stehen, ne? Wenn man es anguckt. Gleich ist es raus. Das stimmt. Vielleicht. Huch! Das nenne ich mal Beschiss. Das nenne ich Beschiss. Hier ist ein Teddybär. Nehmen wir mal Oh, mit. ein Teddy. Wie kommt der denn hierher? Den hat bestimmt ein Kind verloren. Ja, stimmt. Hier war doch irgendein Kind, was das verloren hat. Judy, unverletzt. Kommen wir mal, Main-Charakter, Müller Chuck hat immer noch kein Mehl geliefert. Hoffentlich ist die Dreschmaschine nicht wieder kaputt. Das letzte Mal konnte er 4 Tage lang kein Mehl liefern. Das war echt eine Katastrophe. ja, keine Ahnung, warum der im Rückstand ist. Ist das hier schon wieder? Das ist Jim Bob. Hier drüben ist die Seifentruller, ne? Ist die Seife? Da drüben ist sie. La 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 la. So, er kriegt die Jacke. Damit macht er die Frisur. Wir brauchen aber noch Klamotten für den Typen. Marin Gilzer. Komm. Na, willst du immer noch meine Seife haben? Hast du was Vernünftiges dafür anzubieten?
Magazin. Oh, okay. Ja, warte. Wie wär's damit? Ein Stück Fleisch. Na, ist das nichts? Du hast Fleisch? Das nehme ich. Die Seife liegt da, kannst du einstecken. Und jetzt hau ab, ich hab Hunger. Alles klar. Du hilfst mir sehr damit. Ich bin dann auch schon wieder weg. Bye. Bye. Ah, dieses, dieses Inventarmanagement ist manchmal echt gruselig. So, wir brauchen, haben wir hierfür irgendwie Munition? Achso, das Drüberfliegen zeigt schon, welche Munition wir brauchen. Wir haben keine Waffe, doch. Aber für die haben wir keins. Das heißt, wir können die 7622 irgendwo anders hinpacken. Da zum Beispiel hin. Das kann ich nicht mehr nehmen. Ich trage schon zu viel. Geht nicht. Ich trage einfach schon zu viel. Okay, der nimmt. Ich kann nicht noch mehr schleppen. Ich trage schon zu viel. Okay, super. Wer hat denn jetzt die Seife? Supi. Dann gehen wir mal jetzt... halt, kommt mal mit, bitte. So, dann gehen wir jetzt zu ihm und geben ihm... Na, was hast du mir zu bieten für Jim Bobs Haarschnitt? Wie gesagt, am liebsten wäre mir was Schickes zum Anziehen. Dann will ich mal schauen, was ich an erlesenen Kleidungsstücken für dich dabei habe. Oh. Nichts? Okay. Ah, du bist es. Geht's jetzt los mit dem Imagewandel? Warum so eilig? Du musst dich noch etwas gedulden. Ja, kann ich ihm nicht die Seife geben? Sag mal! Brauch was zum Anziehen. Muss ich irgendwo was klauen oder so? Mit dem kann ich ja nicht reden. Der oder lässt dich mit sich reden. Hey Sif, du siehst aus wie ein Händler. Womit handelst du? Ich bin kein Händler. Los, verschwinde, Joker! Wenn die Jacke nicht der Kram ist, dann frage ich mich, hätten wir... Ich glaube, ich hatte irgendwann mal Klamotten gehabt, ne? Aber das konnte ich jetzt ihm nicht geben. Nee, oder? Echt jetzt? Also doch klauen? Nee. Oder von ihr? Bienenwachs habe ich ja genommen.
gucken. Eine Wäscheleine mit ein paar Kleidungsstücken drauf. Nichts Besonderes. Danke. Also wie gesagt, so eine dezenten Sachen sind alles okay. Wahrscheinlich ist es das. Na? Zeig mal. Herrje, das ist aber ganz was Feines. Das nehme ich. Schick mir Jim Bob einfach vorbei. Ich werde ihn in einen neuen Menschen verwandeln. Ich habe hier übrigens ein ganz tolles Frisurenmagazin. Möchtest du da vielleicht mal durchblättern? Ein Frisurenmagazin? Ich glaube nicht, dass ich sowas brauche. Aber wenn's umsonst ist... Wahrscheinlich werde ich es irgendwie gebrauchen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles, ne? Wir müssen ihn jetzt so rüberschicken. Es ist soweit, nicht wahr? Ja, freu dich gefälligst. Wir werden jetzt einen Menschen aus dir machen. Wer will denn heute schon wie ein Mensch aussehen? Alle. Hör auf, hier dumm rumzuquatschen. Willst du dich nun mit dieser Dana treffen oder nicht? Eben. Ja, natürlich. Also gut, fangen wir an. Schau dir mal dieses Ding hier an. Siehst du es? Dieses Ding nennt man Seife. Man macht es nass und schmiert sich damit über die Haut, damit man nicht stinkt wie ein Iltis. Ich weiß, was Seife ist, Blödmann. Ich habe sogar eine Badewanne da hinten. Sie ist sogar dicht. Ich muss nur das Motoröl ablassen. Na, dann kann es ja losgehen. Den Blödmann überhöre ich mal. Wie wäscht er sich? Oha, oha. Ich denke, ich soll ja Haare schneiden. Das hier ist keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie ein Geflecht aus Zweigen. Sehr witzig. Ich weiß selbst, dass meine Haare etwas mehr Pflege gebrauchen könnten. Etwas mehr Pflege? Das müssen Jahre des Wildwuchses gewesen sein. Für diesen Urwald brauche ich eine Kettensäge und keine Schere. Na, mal sehen. Ah, das Wasser ist saukalt. Stell dich nicht so an. Setz dich rein oder halt zumindest deinen Hintern in eine andere Richtung. Es gibt Grauen, die sind selbst für mich zu viel. Sehr witzig. Ich möchte dich mal in dieser kalten Brühe sehen. Das Vergnügen wirst du nicht haben. So, und jetzt benutzt die Seife, verdammt. Ja, auch hinter den Ohren. Nicht reinbeißen, du Idiot. Ja, so ist's richtig. Schön schrubben, auch da, wo's weh tut. Schön schrubben. Halt's Maul, ich kann das allein. So, und hier noch ein wenig. Und dort, gar nicht mal so übel. Riecht gut. Ach, guck an. Wahnsinn. Ich erkenne mich ja selbst kaum wieder. Ja. Und Dana erkennt dich bestimmt auch nicht. Ist vielleicht auch besser so. Dann fällt ihr nicht auf, dass sie dich schon mal abserviert hat. Ha! In diesem Outfit bin ich unwiderstehlich. Ich kann's kaum erwarten, sie zu sehen. Dana, ich komme! Immer mit der Ruhe, Lady Killer. Lass es langsam angehen. Viel Glück. Sie hat mich geküsst! Sie hat mich geküsst! Guck dir den an! Guck dir den an hier! Wie sieht der denn aus? Was hat sie denn zu dem unwiderstehlichen Outfit gesagt? Das ist gut, dann darf ich mal in deinen zweiten... Naja, warte mal. Hier, erstmal. Was hat sie denn zu deinem unwiderstehlichen Outfit gesagt? Dana hat mich gar nicht erkannt. Sie meinte nur, dein Gesicht erinnert mich an diesen zerlumpten Bastelspinner aus Casa Verde. Ist das vielleicht dein Bruder? Und ich wette, du hast dich als dein eigener Bruder ausgegeben. Naja, mir soll's egal sein. Heißt das, du hast sie rumgekriegt? Rumgekriegt? Das hier ist wahre Liebe und nicht einfach billige körperliche Anziehung. Ich gehe nachher zu ihr und bringe Blumen. Sie hat mich geküsst. Sie hat mich tatsächlich geküsst. Ist ja gut, ich habe es mitbekommen, was Hormone so alles anrichten können. Das ist gut. Dann darf ich wohl an den zweiten Teil unserer Vereinbarung erinnern. Die Wanze, bitte. Wanze? Ach ja, die Wanze. Hier, nimm das Ding. Wie funktioniert sie? Wie kann ich mit dem Ding was abhören? Ganz einfach. Dazu brauchst du dieses Walkie-Talkie. Ich hab's auf die passende Frequenz eingestellt. Aber eigentlich war das Ding ja nicht Teil der Abmachung. Na.
Überleg dir deine nächsten Worte genau, mein Freund. Du glaubst gar nicht, wie schnell ich die Klamotten wieder einsacke, dir eine Glatze schneide und dich in den nächsten Müllcontainer stopfe, wenn ich schlechte Laune habe. Oder ich denke, ich sollte ein Wörtchen mit Diana reden. Am besten nehme ich deine alten Klamotten mit und halte sie unter die Nase. Ich würde sagen, du rückst das Walkie-Talkie raus. Oder meinst du, Diana trifft sich nochmal mit dir, wenn dir die... Nein. Oh, das ist egal. Ich nehme mal das hier. Ich denke, ich sollte ein Wörtchen mit Diana reden. Am besten nehme ich deine alten Klamotten mit und halte sie ihr unter die Nase. Du würdest mich tatsächlich vor Diana mies machen? Das wäre nicht fair. Nur wenn du das Walkie-Talkie nicht rausrückst. Okay, das Ding ist den Ärger nicht wert. Hier, nimm. Na also, es geht doch. Okay, ich schätze, ich habe alles, was ich brauche. Und du mach dich auf den Weg zu Diana, bevor sie es sich anders überlegt. Vielleicht komme ich euch mal besuchen, um zu sehen, wie sich die Sache mit euch entwickelt. Ja, ja, mach das. Ich muss jetzt los. Mein Schatz wartet sicher schon auf mich. Aber nicht die Seife vergessen, ne? Ja, da auf alle Fälle hat er jetzt sehr, sehr viel Ego. Das ist doch gut. Also, glaube ich. Oh, da kommt Diana. Da kommt Diana. Hallo, Diana. Kennst du Diana? Hey, Sif. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Diana legt sich hin. Diana zieht hier ein. Okay, jetzt haben wir... Ach, das ist der... Die Wand... Ah. Ja, ja, der Float, das, ich werde ab und zu gucken in der Anleitung. Anleitung ist 93 Seiten schwer. Ja. Weil ich glaube, vieles wäre einfacher, wenn du, wie bei vielen anderen Spielen, wie Baldur's Gate und so weiter, ein Highlight von Items hättest. Das Problem ist, wir spielen hier wirklich in einer sehr kruden Auflösung. Die war damals nicht besser. Und es ist wirklich echt nicht nachvollziehbar, warum ich bestimmte Sachen erst angucken muss, damit ich dann, als dass es wie ein Inventar wirkt, ne? Siehe die Klamotten. Oder dass man dann einfach ein Highlight bekommt, hier sind Klamotten. Ah, okay, kann ich vielleicht angucken. Oder ist interagierbar oder weiter interagierbar als nur angucken. Oder dass man dann halt sieht, ah, du kannst angucken und benutzen. Vielleicht wäre das dann halt der bessere Weg gewesen. So, wir haben eine Wanze. Mit der Wanze können wir zu Leylas Wagen gehen. Zum Bumsmobil. Und krasses Gefährt. Mit dem Ding würde ich gerne mal durch die Wüste heizen. Butch, ich weiß nicht, was es ist, aber du hast irgendwas Magisches an dir. Ein alter Dodge Ram. Schrott. Oh. Warte mal, hier ist Karen. Irgendwo war doch noch ein Kind. Hat man nicht irgendwo ein Kind getroffen gehabt? Schau mal, wie Rudolph zu mir herüberschaut. Eigentlich stehe ich auf Kerle in Adrettenuniform, aber für einen billigen Dorfpolypen bin ich nun wirklich zu schade. Wo ist denn Rudolph? Ach, das ist Rudolph. Was für eine sinnlose Plackerei. Da wollte ich eine schöne Tischplatte tischlern, aber das Holz war viel zu schlecht. Jetzt kann ich eine neue Tischplatte machen und mein Kunde wird sauer sein. Bilde dir bloß nicht ein, du könntest hinter meinem Rücken irgendwelche krummen Dinger drehen. Der gute alte Rudolph erwischt jeden Schlawiner und dann geht's ihnen an den Kragen. Schlawiner. Hat sie nicht das Fleisch genommen? Warum habe ich denn noch Fleisch übrig? Ich habe doch... Richtig... für Fleischseife bekommen? Oder hatte ich drei Fleisch? Ich hatte drei Fleisch, wa? Apropos drei Fleisch. Aufstieg. Wir könnten Geschicklichkeit gehen. Oh, dann nehmen wir erstmal das. Fertigkeiten. Technik muss nach oben. Tuning. Nee, war Tuning. Sehr gut. Okay. Unser Main-Char, der ist ja echt lame, oder? Da, 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 da. Wer ist das? Pedro und Lee und...
Da hinten ist er. Wenn man sich auf Kollege Pedro verlässt, ist man verlassen. Wer weiß, wen der als Karawanenführer angeheuert hat. Auf jeden Fall taucht der Kerl erst gar nicht auf. Aloe Vera, Engelswurz. Wir könnten mal beim Händler Waffen verkaufen, oder? Oder tauschen. Das kann möglich sein, aber ich glaube, das hat was mit der Stärke zu tun. Denn, oder auch nicht. Oder ist es die Geschicklichkeit? Nee. Keine Ahnung, warum die so langsam läuft, aber siehst du ja. Oder weil, okay, jetzt bin ich gerade überlastet. Ich habe so viele Medpacks. Ich gebe mal das Fleisch wieder irgendjemand an Imir. So. Ich bin voll. Das kann ich nicht mehr nehmen. Ich trage schon zu viel. Er macht's Butsch. Geht nicht. Ich trage einfach schon zu viel. Geht nicht. Ich trage einfach schon zu viel. Ich kann nicht noch mehr schleppen. Sag mal. Okay, so. Das Fleisch war sehr schwer. Vielleicht ist das auch Aushängeschild für Geschwindigkeit, wenn man überlastet ist. Weil die anderen sind nicht doch Mildness überlastet. Francis überlastet. Okay, nee, ist es nicht. Und was hast du wegen der Red Skulls unternommen? Bin ich jetzt meine Stammkunden los? Bald, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir warten. Was hat sie gesagt in der Frühe, ne? Das heißt, wir rasten jetzt. Abend, Sascha. 18 Uhr, 8 Stunden. Stunden, 6 Uhr. Mal gucken. Nee. 4 Uhr. Naja, in der Früh sind sie da. Wir schauen mal, ob die wirklich in der Früh da sind. Abend, Abend. Ah, also ich dachte, wir wären jetzt angegriffen. Ah, wir werden angegriffen. Hä, wo sind wir denn? Wir sind aber weit weg. Ach, hey, schnell hinlegen. Ich trage schon zu schwer. Wir haben ein bisschen was abgekriegt. Auto kommt nicht. Was haben wir denn hier zu liegen? Und das ist, was ich meine. Man sieht es schlichtweg nicht, ne? Vielleicht. Ja, eine Munition. Können wir die. Ah, wir können die so gleich. Guck mal. Ah. Schade, dass es nicht so wirklich richtig dunkel wird. Was hat sie erzählt? F7? Passwort der Festung.
3? Nee. Meine Kunden genießen volle Diskretion. Ich muss auf mein Geschäft achten. Ich, ach, na schön, du hast ja recht. Ich erzähl dir, was ich weiß. Aber viel ist es eh nicht. 2 Kuriere von denen kommen fast täglich hier vorbei. Von hier aus fahren sie weiter. Kommen auch sie gut. Morgens mit ihrem Pickup. Meine So, wir gucken mal. Können wir die. Ne, wir können sie nicht vollladen. So. Müssen wir hier Munition benutzen. So. Ja, na, bei uns war gemischtes Wetter, aber der Osten ist derzeitig auch ein bisschen humaner, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? So, mal gucken, ob das hier funktioniert mit dem. Mit den Aufsammeln. Dass die wirklich nur die Sachen aufnehmen, diese, wofür sie auch Platz haben, also sprich die Munition letztendlich. Ja, guck mal. Wir was nochmal? Nee. So, und jetzt machen wir nochmal nachladen. Ah, nee, geht nicht. Okay. Gut, wir speichern nochmal ab. Und dann rasten wir nochmal. Was ist hier mit Reden? So. Wir könnten mit Charakteren reden. Gut. So früh morgens, meint er. 20, 4 weniger, 19, so. Weil wenn die bei Layla sind, ne, müssen wir höchstwahrscheinlich... Oh, Angriff. Oh, da sind sie mal wieder, okay. Ich trage schon zu schwer. Ich ziele immer für alle und wenn er umfällt, gleich anhalten. So, ne? Bam, bam, bam. So können wir schön looten. Das finde ich gut. Das könnte ruhig schneller gehen. Ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich am Würfeln, Simulieren oder ob irgendwas passiert oder nicht, ne? So, was haben wir jetzt hier? Zeig mal her. Eine abgesägte Remington. Pfui. Eine Simonov SKS. Wir haben Brot. Oh, eigentlich, ach du Scheibenkleister, wir haben keinen Platz mehr. Fleisch gegart. Vielleicht sollten wir einfach den Quatsch hier wegwerfen. Dafür, ups, die nicht. Nee, wo ist er denn?
nicht da, schade. Oh, da ist Level Up, sehe ich gerade. So, vielleicht sollten wir auch den Fahrradsattel einfach wegwerfen. Und die Schaufel einfach. Dann können wir nämlich von den anderen Waffen einfach mal was mitnehmen. Und von den Rest machen wir mal die Munition raus. Und wenn wir die Munition raus haben, sagen wir denen, die sollen das wieder einsammeln. Mal gucken, was passiert. Erstmal nachladen alle. Dann haben wir Platz und dann nochmal alles einsammeln. Okay, die bräuchten wir hier nicht. Sehr gut. So, dann schauen wir mal mit dem Aufstieg. Zumindest sie hat den Aufstieg. Wir sollten in Intelligenz reinknattern, damit wir, ich glaube, ab 15 kriegen wir 2 Fertigkeitspunkte pro Level. Und dann packen wir das noch in Redegewandtheit rein. Oder irgendwas anderes? Naja, warte mal. Machen wir so. Und machen das da. Talente? Kein Talent. Ich habe kein Talent. Ist doch Scheibenkleister. So. Gut. So, wie viel Uhr ist denn das gerade? Warum sind die nicht da? Was ist der Schieberegel eigentlich hier nochmal? Denkst du, die kommen hier mal vorbei? Einmal die Woche wahrscheinlich, ja? Da liegt ein Schneebesen. Und, was hast du wegen der Red Skulls unternommen? Bin ich jetzt meine Stammkunden los? Bald, würde ich sagen. Ich kann doch nicht die ganze Zeit hier rasten. Okay, pass auf, wir machen jetzt mal Mitternacht und warten dann. 14... 20. Ja, das Problem ist, also hier kommt ja alles dazu und auf mich zu, was wieder meiner Natur ist. Ich habe Gewichtsbegrenzung und ich habe Inventarplatzbegrenzung. 9 und 11, okay. Ja, müsste ich jetzt abbrechen? Wo sind die Feinde? Ach, die mal wieder. Ich trage schon zu schwer. Ja.
Hat's dir mal gefallen? Ja, Milton hat ein bisschen was abgekriegt. Oh! Warum hast du deine Waffe nicht aktiv? So, komm hier. Boah, der hat mir den Klatsch mit dem Messer. Dude, ich kann das leider nicht abbrechen. Das ist doof. Aber jetzt wissen wir es besser. Zwischen 9 und 11. Danke dir. Das ist ja bei denen früh wie bei K1, ne? K1 ist auch früh um 9:30, 10 Uhr. Wo wir schon alle fertig sind mit Frühstücken. Dann kann ich in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen hier einsammeln. So, mal gucken, was haben wir denn hier Hübsches bekommen? Laden. Kopfhörer. Wer braucht die nicht, ne? Munitionspackung. Einfacher Dietrich. Den brauchen wir. So, wir hatten noch Platz für einen einfachen Dietrich. Hier, der... Wer ist denn überhaupt der Schlösser öffnen, Spezi? 41. 49. Henry. Okay. Henry hat Fleisch. Fertig gegartes Fleisch. Noch viel mehr Fleisch. Dönermesser. Ich schmeiße mal eine Waffe weg. So, pass auf hier. Oh. Und dann nimmst du bitte den einfachen Dietrich. Sehr gut. Und dann nehmt ihr alle. So. Und jetzt legen wir uns nochmal auf die Lauer. Jetzt haben wir es wie viel Uhr? 1 Uhr. Das heißt 7 Stunden. Ah, komm, 7 Stunden ist okay. Dann schlafen wir mal.